Unreal Engine. Zu viel Text? Beliebige Taste drücken. Ich mag gerade voll den Effekt mit den leuchtenden Augen. Es lädt. Verbindung zum Server wird hergestellt. Nicht ausgestellt? Bitte, ergib bitte einen Spielernamen ein. Dein Spielername kann im Optionsmenü geändert werden. Alles klar? Also, falls ihr euch fragt, warum es jetzt so lange dauert, ich habe keine Ahnung. Denn das ist ein, sagt schon. Oh, jetzt hat sich doch was getan. Und zwar, also es hat jetzt so lange gedauert, weil es jetzt eine Nachsynchronisation ist. Deswegen weiß ich nicht mal ganz genau, was da gesagt wurde. Aber ab einem bestimmten Punkt gleich mehr. Ich glaube, das. Ja, dann. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Tekken 8. Es kam am 28.01.2024 heraus. Das war vor 5 Monaten, über 5 Monaten. Und ja, willkommen in der Welt von Tekken 8. Das Warten hat ein Ende. Erlebe das umfangreichste und beste Tekken-Spiel aller Zeiten. Mit jeder Menge einzigartiger, spielbarer Charaktere und irgendwas anderes. Ob das wirklich das beste Tekken 8-Spiel ist, weiß ich nicht. Kann man dahinstellen, also jeder hat sein eigenes Empfinden. Ja, wie ihr seht, es gibt verschiedene Modi. Einmal eine Schnellauswahl, dann gibt es einen Bereich Story, einen Bereich Offline, Online, Anpassung und Wiederholung. Und da unten sind auch noch einige Optionen. Wie ich bereits erwähnt habe, es ist eine Nachsynchronisation zu der ersten Folge. Denn als ich Tekken 8 aufgenommen habe, war mein Rechner der Meinung gewesen, während ich aufgenommen habe, oder beziehungsweise Outer City war der Meinung gewesen, nicht aufzunehmen. Denn da war irgendwas, ich weiß nicht mal was, und deswegen ist die Aufnahme futsch mit meiner Stimme. Ich bin dann zuerst in diesen Avatar-Anpassungsbereich reingegangen und habe meinen Avatar hergestellt. Genau. Zu Tekken 8. Tekken 8 ist von der Hauptstory der achte Teil, wie schon im Titel steht. Und auch das neueste aktuell. Es ist ein Kampfspiel, nicht zu verwechseln mit einem Beat'em'up-Spiel. Beat'em'up und Kampfspiele sind zwei verschiedene Branchen. Die sind nicht dasselbe. Und ja. Upsala. Genau. Am 28.01. kam, wie gesagt, das Spiel heraus. Und 2 oder 3 Tage später habe ich ursprünglich das Video hergestellt. Jetzt haben wir den 30.06. und ich habe es endlich mal nach Monaten geschafft, eine Nachsynchronisation aufzunehmen und das Video zu schneiden und dann ungefähr im Juli hochzuladen. Wir sind zuerst hier bei Gesichtsanpassung. Ich habe mir alles angeschaut und, oh Gott, einige sehen für mich furchtbar aus. Ich weiß nicht mehr zu 100%, was alles in den Aufnahmen passiert ist, aber während das ist es jetzt auch eine Live-Reaktion, kann man noch sagen. Ich könnte zwar jetzt die erste Aufnahme komplett aufnehmen, aber ich habe keine Lust, nochmal alles aufzunehmen, weil ich ja ungefähr weiß, was passiert. Und ja, und noch andere Dinge. Deswegen mache ich lieber nochmal eine Nachsynchronisation. Ich hätte vielleicht auch das Spiel komplett löschen können und alles komplett von vorne anfangen können. Aber wie gesagt, weil ich ja schon ein bisschen Vorwissen habe, möchte ich nichts nochmal alles neu machen. Deswegen Nachsynchronisation. So.
Das ging schnell mit Gesichtskontur, Hautfarbe und Augenfarbe. Wir sind jetzt schon bei den Haaren. Oh, es ist eklig warm. Meine Wohnung ist auch verdammt warm. Ich würde am liebsten gerne meinen Ventilator anmachen, aber die Gefahr ist, so wie damals bei Tekken 7, dass man eventuell den Ventilator hört oder meine Stimme würde sich ein bisschen merkwürdig anhören, nicht anklingen. Bei den Haaren war es ein bisschen schwierig zu entscheiden, was ich da nehme. Warum ist das eine gesperrt? Sehe ich gerade. Ich habe tatsächlich das genommen? Okay. Ah, Augenbrauen. Ah, Schnurrbart und Gesichtsbemalung habe ich gerade gelesen. Nee, Gesichtsbehaarung. Wieso schreiben sie nicht einfach Schnauzbart oder Schnurrbart allgemein? Da bleibe ich definitiv bei Typ A. Ja, damit haben wir jetzt alles fertig. Ich habe mich doch umentschieden. Oder doch nicht? Braun habe ich mich entschieden. Warum habe ich die Augenbrauen schwarz gelassen? Also komplettes Gesicht ist schon mal furchtbar. Ich mag übrigens dieses Avatar-Anpassung, so nebenbei gesagt. Tetten oder Titten abgekürzt. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wie mein Avatar aussieht. Ich hatte es bis jetzt nur einmal Tekken 8 gespielt und zwar im Januar. Seitdem habe ich es nicht einmal angerührt, weil ich erstmal die Nachsynchronisation machen wollte. Und ja, seitdem habe ich es nicht einmal angerührt. Ich mag es, dass sie es so genderneutral gelassen haben. Also, dass ein Mann sich da auch ein bisschen weiblich verkleiden kann. Im Mittelalter war es ja üblich, dass auch im Mittelalter war es üblich, dass auch Männer Kleider getragen haben. Und es gibt es ja heutzutage auch non-binär. Und es ist eigentlich auch keine Vorschrift, was man tragen muss. Sowohl für Frauen als auch für Männer. Oder sonst welches Geschlecht. Schuhe. Oh Gott, ich schwitze mir hier gerade echt zu Tode. Zum Glück habe ich ein Stück Papier hier. Und wehle mir jetzt ein bisschen Wind zu. Das Problem ist, ich habe vorher noch was Kaltes getrunken. Deswegen schwitze ich jetzt sowas von ab. Oder schwitze mich hier gerade zu Tode. Ich glaube, ich habe mich sogar so für die Kopfhörer entschieden, wenn ich mich recht entsinne. Das mit diesen die Köpfe, wo die Ohrringe dran sind. Es sieht einfach verdammt aus wie ein Alien-Kopf. Fun Fact, als Kind hatte ich tatsächlich mal auf dem linken Ohr einen Ohrring getragen. Aber das war nur als Kind. Heutzutage trage ich keine Ohrringe mehr. Helix-Ohrringe heißen die. Ja, ich habe die Kopfhörer gelassen. Und Accessoires too. Rucksack genommen? Hey, natürlich ohne Speichern fortführen. So, das war die bei der Anpassung. Und zuallererst, bevor ich da irgendwas mache, habe ich das mit der Story begonnen. Und ich werde erstmal hauptsächlich die Story spielen. Danach kommen vielleicht die Charakterepisoden und danach alles andere. Zum Beispiel Arcade Quest. Stimmt, das habe ich vergessen noch zu sagen. Das hatte ich damals beim ersten Let's Play oder bei der Originalaufnahme
habe ich gesagt, dass ich damals die Demo-Version gespielt habe. Und da habe ich nur den Arcade-Quest und den Versus-Modus gespielt. Beim Arcade-Quest wollte ich nur wissen, wie das Heat-System funktioniert. Das heißt, ich habe die ganzen Dialoge übersprungen und ich habe es nicht bis zum Ende gespielt. Und den Story-Modus, ich glaube, da waren nur die ersten zwei Episoden vorhanden. Und ich wollte den Story-Modus extra für das Let's Play aufheben. Erfahre mit den Kurzfassungs... Okay, jetzt kann ich nicht mehr lesen, weil ich zu spät gelesen habe. Da weiß ich habe mich für Mittel entschieden. Leicht wäre für mich wirklich viel zu leicht und schwer. Ich möchte jetzt nicht so großartig eine Herausforderung haben. Ich bin einer mehr, der so Mittel spielt. Ich möchte jetzt nicht zeigen, wie gut ich irgendwo bin, oder ich möchte jetzt nicht wirklich so anfängerhaft anfangen. Je nachdem, was das für ein Spiel ist. Deswegen habe ich mich dafür Mittel entschieden. Das weiß ich noch ganz genau. Genau, die Schwierigkeitseinstellung wirkt sich nicht auf den Inhalt der Story aus und den Rest habe ich jetzt nicht mehr gelesen. Ich weiß, ich habe da wirklich alles vorgelesen, was da stand. Kapitel 1, Zusammenschluss der Sterne des Bösen. Ja, deswegen tut es mir auch leid, wenn ich jetzt ein bisschen zu spät vorgelesen habe oder gar nicht vorgelesen habe. Und wie gesagt, es ist eine Nachsynchronisation und bei der Originalaufnahme habe ich es eigentlich vorgelesen. Rebellenarmee, Yggdrasil, Flugboot, Vidofnir? Ich weiß nicht, wie das letzte Wort ausgesprochen wird. Das ist Lars? Lars Alexandersen. Die Dialoge werde ich übrigens nicht vorlesen, weil es manchmal zu schnell sein kann. Jin Kazama? Oh, das erinnert mich an diesen Trailer von Tekken 6. Bloodline Rebellion. Da haben wir Katsuya. Wie er einfach das Motorrad geworfen hat. Natürlich hat Katsuya nur überlebt. Sagt der Richtige. Hast du es nicht auch nicht getan, Jin? Da hat er recht. Und das stimmt auch. Nein, er ist nicht einfach nicht mit Wut wie dir überzogen. Und so beginnt der erste Kampf. Jin gegen Katsuya. Übrigens, ich bin nicht so ein Jin Kazama-Player. Also, wenn ich mit ihm schlecht spiele, es liegt daran, weil ich mit ihm nicht gut umgehen kann oder spiele mit ihm viel zu selten. Wie ich einfach schon ablose. Und jedes Tekken-Spiel oder die meisten Tekken-Spiele lassen sich komplett anders spielen. Das heißt, in Tekken 8 musste ich erstmal richtig reinkommen in das Kämpfen. Weil ich auch ein bisschen an Tekken 7 gewöhnt war. Wunderbar! Als Trophäe erhalten. Wie kann er mich treffen, wenn ich nach unten geblockt habe? Daran kann ich mich auch noch erinnern, dass ich gleich den allerersten Kampf verloren habe. Und so nah dran. Das ist schon ein bisschen peinlich, wiederum auch nicht. Es kann natürlich auch passieren. Und ich spiele natürlich auch auf Mittel.
Aber jetzt sieht das definitiv besser aus. So, damit habe ich den Kampf gewonnen. Ey, das ist unfair, die wurden abgelenkt. Nein. Genau, da wollte ich ursprünglich ausweichen drücken, aber ich bin versehentlich auf Bestrafen-Taste gekommen. Und ich weiß nicht, was es genau bedeutet. Ob das da irgendwelche Auswirkungen für den späteren Verlauf ist oder nicht. Achso, ja, und ich möchte bitte keine Spoiler zu irgendetwas. Ihr könnt gerne Tipps geben, aber bitte nicht spoilern, was in der gesamten Story passiert. Denn ich mag es nicht, wenn jemand mich spoilert. Woher halten, dein Schicksal ist bereits besiegelt. Genau. Also bitte, bitte nicht spoilern. Ich möchte wirklich alles selbst herausfinden, was da passiert. Ja, das stimmt. Er hat unzählige Menschen geopfert, nur um Azazel zu töten. Aber du, Kazuya, tötest unschuldige Menschen. Und das ist was ganz anderes. Auch wenn Jins Handeln, sagt schon... Oh, wie heißt denn das Wort jetzt? Mann, wie heißt das Wort jetzt? Irgendwas mit selbst. Glaube ich. Jetzt spielen wir Kazuya Devil Jin. Jin Devil Jin. So. Jin Devil Jin. Also das ist wirklich das allererste Mal, dass Jin Kazama mit Flügeln da ist. Also jetzt offiziell. Es gibt von ihnen ja zwei Varianten, Jin und Devil Jin. Und das ist auch wirklich das erste Mal, dass Jin seine Teufelskräfte in seiner Menschenform verwendet. Und ich hoffe, dass der Story-Modus von Tekken 8 viel besser ist als Tekken 7. Im Tekken 7, es war furchtbar. Also, dass da wirklich viel mehr Kämpfe kommt als in Tekken 7. Habe ich gewonnen oder geht's noch weiter? Nein, doch, ich habe doch gewonnen. Drei Kämpfe waren es bis jetzt. Wir wissen natürlich alle, dass es noch nicht vorbei ist. Na, oh. Ich wollte ja sagen, nein, das stimmt doch nicht ganz, aber... Ich war mir sicher, ich habe sogar zwei Kämpfe verloren. Oder drei? Oder geht es noch weiter? Ach, Jin, jetzt hast du ein Gebäude kaputt gemacht. Und Kazuya hat sich verwandelt. Oje. Okay, es geht doch noch weiter. Round 4. Trophäe erhalten, erlebe die Früchte meiner Arbeit. Alles so spannend. Ach, sage nicht so einen Blödsinn.
schafft es tatsächlich, wo ich verliere. Habe ich Rage Art aktiviert? Ich glaube, ich habe Rage Art aktiviert. Warum ist er an einer Wand? Ja, ich habe da verloren. Nicht vergessen, es ist immer noch auf Mitte eingestellt und ich bin kein Djinn-Player. Dieser hat Katsuya schon sein Heat-System aktiviert. Lass dich vom glühenden Sand verschlingen, als Trophäe erhalten. Steht der Smith-Kaffee? Coffee? Da im Hintergrund, dass man jetzt besser nicht mehr sieht. Ja, da steht Smith-Coffee. Eine Anspielung an Azucena und Leroy? Oh, meine Stimme. Weil ich so viel rede, weil ich das nicht mehr richtig gewohnt bin, verschwindet schnell meine Stimme. Es ist warm, ich schwitze hier echt zu Tode. Hey, das war unfair, er hat sich geheilt. Und ja, wie ich gesagt hatte, ich habe wirklich dreimal verloren insgesamt. Aber am besten war ja der erste Kampf. Also direkt der allererste Kampf, wo ich gleich verloren habe. Ich möchte gar nicht wissen, wie es im späteren Verlauf ist. Wie oft ich verliere. Ach übrigens, falls euch mal, also jetzt, außer jetzt bei dieser Nasensynchronisation, mal im Kampf nicht reden sollte, dann liegt es daran, weil ich mich im Moment konzentriere. Dann ist es manchmal nicht sehr einfach, gleichzeitig zu sprechen, irgendwas zu erklären, nebenbei dazu und zu spielen. Besonders bei einem Kampfspiel, ne? Da muss man sich manchmal auch sehr genau konzentrieren. Und ich wähle mir mal wieder ein bisschen Wind zu. Gut, ich wollte schon gerade sagen, habe ich doch jetzt 4 Kämpfe verloren insgesamt. Hä? Achso, das gehört nur dazu. Also das ist nur eine Videosequenz. Und jetzt ist die offizielle Videosequenz. この程度か。俺を殺さなければ、より多くの人間が死ぬことになるぞ。俺はまた守れないのか。オグロ?
Das ist ein richtig geiler Effekt. Und wo sind wir jetzt nochmal? Unter Wasser, in einem U-Boot. Und wer ist da drin? Wer war denn da nochmal drin? Ah, Victor Chevalier! Autonome Einheit der Streitkräfte der Union der Nationen und den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Und Graven! Stimmt, der ist ja auch zurück. Admiral, a few city blocks have been lost. The top brass has given us attack orders. C'est inutile, ignorez ça. Reben, donnez la priorité au sauvetage des survivants. Vous vous montrez finalement tel que vous êtes vraiment. Sagt der Richtige, der einfach unschuldige Menschen tötet. Du wirfst Jin Kazama vor, dass er unzählige Menschen getötet hat, beziehungsweise geopfert hat, nur um Asaze zu töten. Und tötest dann unschuldige Menschen, nur um deine Macht auszuüben. Öffne mal deine Augen, Katsuya. Die Bewegung seiner Lippen waren, fand ich gerade, ein bisschen unsauber. Meiner Meinung nach. Warum sind so viele Satelliten im Weltall? Also eine Art Diktatur. Hohoho, was? Also eine typische Ansage eines Bösewichts. Okay, wo sind wir jetzt? Ah, wieder irgendwas mit Wasser. Ah, unter Wasser. Jin ist unter Wasser. Die haben ein bisschen... Nein, ehrlich. Wer ist das? Ach, David Jin. Also, sein Böses in ihn gibt ihm quasi eine Chance, sich mit ihm anzuschließen, damit quasi Jin selbst böse wird. Das finde ich sehr gut. Lass das Böse hinter dir. Was ich gerade sagen wollte, die haben ein bisschen bei der Animation vergessen mit seinen Haaren, weil er unter Wasser ist. Da müssten sie auch noch so eine Art, in Anführungsstrichen, so wie im Wind so flackern oder, wie heißt es, wehen. Jun? Ich weiß, dass sie spielbar ist, aber... Achso, das ist eine Rückblende. Ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie noch am Leben ist. Ich meine, seitdem sie von Ogre angegriffen wurde, vor Tekken 3, ist sie ja verschwunden. Und Jin glaubt, dass sie verschwunden ist. Und wer ist das? Ach so, diese Szene. Ach, die habe ich total vergessen. Stimmt. Ah, genau. Zuerst hat sich
eigentlich gedacht, es wäre Leroy, aber dann ab bestimmten Schnitt oder so oder mit seinen Haaren habe ich dann festgestellt, nein, das ist nicht Leroy. Ist das Azazel, die Bemalung? Ja doch, das ist Azazel. Ich frage mich immer noch, wer diese Person ist. Und bitte nicht spoilern, wer das ist. Ich möchte es selbst herausfinden. Ja, damit haben wir Kapitel 1 abgeschlossen. Ich hoffe, dass es auch bei den anderen Kapiteln auch jeweils 4-5 Kämpfe gibt und nicht so wie in Tekken 7, wo einige Kapitel einfach nur irgendwas erzählt wird ohne einen Kampf. Also so, dass es so ähnlich wie bei Mortal Kombat, dass es pro Kapitel mindestens 4 Kämpfe gibt. Ich glaube, das ist sogar auch bei Dead or Alive so, dass es da mindestens 4 Kämpfe gibt pro Kapitel. Aber bis jetzt für den Anfang hat Tekken 8 für mich einen guten Eindruck hinterlassen. Auch wenn es mich wieder stört, dass wieder einmal kein Team-Battle mit drin ist. Das war gerade Archiv von Tekken 8, was da gerade gezeigt wurde, also wo das eine Gebäude explodiert ist. Genau. Mich wundert es, dass keiner weiß, was mit Heihachi passiert ist. Obwohl er in Tekken 7 von Kazuya höchstpersönlich getötet wurde. Aber anscheinend hat Kazuya auch nichts darüber gesagt, dass er ihn getötet hat. Und nach Jahren sind alle Charaktere endlich mal gealtert. Ich glaube, seit Tekken 3 oder Tekken 7 sind die nicht einmal gealtert. Das heißt, die Tournaments von 3 bis 6, beziehungsweise bis 7 oder 4 bis 7, das ist anscheinend alles in einem Jahr passiert. Komm, Menschheit, lass deine Bluthunde los. Als Trophäe halten. Kapitel 2. Kraft auf Abwägen. Aber das werde ich natürlich in der nächsten Aufnahme machen. Und ich hoffe, dass Outer City nicht wieder so einen Scheiß macht, damit es wieder alles nachsynchronisieren muss. Und ich versuche dann auch, alles rechtzeitig zu machen. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr ein bisschen zugesehen habt. Es hat bis jetzt, wie gesagt, jetzt fehlen mir wieder die Worte. Also Tekken 8 sieht anscheinend erstmal von der Story her gut aus. Die Grafik her sieht so oder so sehr gut aus. Das muss man die Entdecker lassen. Aber ja, ich bin gespannt, was mich als nächstes erwartet. Und ja, und ich hoffe, dass dann auch, wie gesagt, dann jetzt auch alles normal funktioniert, auch mit Outer City, so dass ich einfach nur das gesamte Video nur noch schneiden muss, ohne Nachsynchronisation oder irgendwas. Und ich möchte jetzt nicht wieder 100.000 Jahre warten, bis ich wieder meine Nachsynchronisation mache. Ist überhaupt ein Wunder, dass ich nach 5 Monaten es mal geschafft habe. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ansonsten, tschüss, Sikorski.